Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Heute ist ja auch der Volkstrauertag. Man gedenkt der vielen Menschen, die in den sinnlosen Kriegen durch ein gottloses Regime vor allem auch ihr Leben verloren haben. Warum konnte so viel Böses passieren? Warum passiert auch heute noch so viel Böses auf der Welt? Weil eben wir Menschen die Talente viel zu wenig zum Guten benutzen, ja, weil viele Menschen ihre Talente für das Böse verwenden. Aber es gibt so viele Lichtgestalten, so viele Märtyrer in dieser Zeit des vergangenen Jahrhunderts. Menschen, die ihre Talente zum Guten eingesetzt haben. Und einen dieser Menschen möchte ich nun herausgreifen, um uns auch anzuspornen, dass wir unsere Talente für das Gute verwenden. Ich möchte Fritz Gerlich nennen, dessen Seligsprechungsverfahren seit einiger Zeit läuft. Dieser gute Mann Fritz Gerlich wurde 1883 in Stettin geboren. Gott gab ihm große innere Talente. Er war nämlich hochbegabt. Er studierte Geschichte und er war allerdings ein sehr liberal geprägter Mensch. Er war religiös gleichgültig. Der katholische Glaube war für ihn etwas Überholtes, Altmodisches, nicht zeitgemäßes. Fritz Gerlich, dieser hochbegabte Mann, wurde Journalist und schließlich stieg er auf zum Hauptschriftsteller der liberalen Münchner Neuesten Nachrichten. Diese Zeitung ist heute die Süddeutsche. Im Frühjahr 1923 hatte Gerlich sogar eine Begegnung mit Adolf Hitler. Er wollte mit ihm diskutieren und stellte fest, dass eine sachliche Diskussion mit diesem Mann völlig unmöglich ist. Hitler führte nur einen Monolog. Und so durchschaute Gerlich Hitler. 1927 hörte Fritz Gerlich von der Resel von Konnersreuth, Theresia Neumann aus Konnersreuth in der Oberpfalz. Diese Frau erregte ungeheures Aufsehen damals. Sie wurde weltbekannt. Sie hatte die Wundmale Jesu. Sie hatte Visionen. Sie konnte Geweihtes von Ungeweihtem unterscheiden. Sie lebte jahrzehntelang ohne Essen und Trinken, nur von der Heiligen Kommunion. Das brauchen wir nicht glauben, meine Lieben. Das gehört nicht unbedingt zum katholischen Glaubensbekenntnis, aber ich glaube es. Und viele mit mir. Der Bürgermeister von Konnersreuth hat ungefähr vor 30 Jahren, als noch viele Zeitzeugen gelebt haben, in einem Fernsehinterview gesagt, es gibt in Konnersreuth, in dieser großen Marktgemeinde, keinen einzigen, der die Resel persönlich gekannt hat und nicht an die Echtheit all dessen, was da geschehen ist, glaubt. Fritz Gerlich, der liberale Journalist, glaubte natürlich auch nicht. So etwas gibt es nicht, das ist Schwindel. Und die Medien hetzten auch gegen die Resel von Konnersreuth in entsprechender Weise. Aber Fritz Gerlich war eben ein Mensch, der die Wahrheit suchte und nicht einfach bloß auf Leute, Geschwätz und Hörensagen irgendwie reagieren wollte. Und so fuhr er persönlich nach Konnersreuth, um alles persönlich anzuschauen und, wie er meinte, den Schwindel zu entlarven. Er fuhr nicht bloß einmal hin, er fuhr ab da immer wieder hin. Er forschte und prüfte. Er hat seine Talente genutzt, um Vorurteile zu überwinden. Er hat nicht die katholische Kirche weiterhin ins Zwielicht bringen wollen,
sondern er hat die Wahrheit gesucht und hat sie gefunden. 1929 fasste er seine Erkenntnisse in einem Buch zusammen, das 800 Seiten hat. Der Titel dieses Buches: Die stigmatisierte Theresia Neumann von Konnersreuth. Fritz Gerlich war so beeindruckt, so tief in seinem Herzen, in seiner Seele berührt, dass er zum Nachdenken gekommen ist und sich schließlich zum katholischen Glauben bekehrt hat. Im Jahre 1931 hat er sich schließlich dann taufen lassen. Und zwar bewusst einen ganz bestimmten Tag herausgesucht, den Michaelstag, den 29. September. Und als seinen zweiten Namen wählte er zur Taufe nun den Namen Michael. Michael, meine Lieben, uns sofort klar, der Kämpfer gegen das Böse, gegen Satan. Und Gerlich wollte auch für das Gute kämpfen und das Böse überwinden. Zum Kämpfer berufen werden wir in der Firmung. Die Firmung empfing Fritz Gerlich vom Münchner Kardinal Faulhaber höchstpersönlich in seiner Privatkapelle. Die Resel von Konnersreuth war eine einfache, schlichte Frau. Aber sie nutzte ihre Talente. Vor allem auch, um die Feigheit zu überwinden. Sie war nämlich überaus mutig und tapfer. Sie hat all ihre Talente voll fürs Reich Gottes eingesetzt. Und sie gründete sogar einen Kreis prominenter Leute um sich herum. Man nannte diesen Kreis den Konnersreuther Kreis. Dazu gehörte auch ein Pater namens Ingbert Naab, auch ein großer Kämpfer gegen Hitler, und der Fürst Erich von Waldburg, Zeil und Trauchburg bei Leutkirch. Und dieser gute Fürst, auch ein tiefgläubiger Katholik, setzte auch seine Geldmittel nun ein fürs Reich Gottes, um gegen Hitler zu kämpfen. Die Resel spornte dazu an. Sie sah voraus, es wird zwar nichts nützen, aber ihr müsst kämpfen, sagte sie. Das heißt, meine Lieben, für uns, Gott schaut nicht auf den Erfolg, sondern er schaut darauf allein, ob wir gekämpft haben, ob wir unsere Talente eingesetzt haben. Und so gründeten sie ein Kampfblatt gegen Hitler und die nationalsozialistische Ideologie. Und dieses Kampfblatt nannte sich Der gerade Weg. Ein Wort aus der Heiligen Schrift. Gerlich setzte seine ganze berufliche Erfahrung voll ein. Sie kauften irgendein verkrachtes Blatt und wandelten es Schritt für Schritt in eine erfolgreiche Zeitung ein. Gerlich sah nämlich klar, Hitler, wenn der an die Macht kommt, der führt uns in die Katastrophe. Er nannte in dem Blatt Hitler einen Bankrotteur und den Nationalsozialismus eine Pest. Verzweifelt rief er die Mächtigen, vor allem die Regierenden auf, alle nationalsozialistischen Führer einzusperren. Hitler hatte immer größere Wahlerfolge. Schließlich sagte Gerlich, erst müssen wir scheinbar Hitler ganz durchkosten. Es ist manchmal schrecklich, meine Lieben, dass die Guten so träge sind und dass der Karren oft in den Dreck fahren muss, bis alle aufwachen und merken, jetzt müssen wir was tun. Und so kam Hitler 1933 an die Macht. Die Resel von Konnersreuth drängte ihre Treuen zur Flucht in die Schweiz. Ingbert Naab floh und konnte dadurch sich retten. Gerlich aber blieb und wollte mit seiner Zeitung weiterkämpfen. Schon 2 Monate nach der Machtübernahme Hitlers, am 9. März 1933, stürmten SA-Leute die Redaktion vom geraden Weg. Gerlich
wollte sich schützend vor seine Mitarbeiter stellen. Er wurde zusammengeschlagen und schwer verletzt ins Gefängnis Stadelheim gebracht. Dort wurde er vernommen, er sollte andere verraten. Weil er das nicht tat, wurde er halbtot geschlagen und ins KZ Dachau gebracht. Dort ist er noch in derselben Nacht totgeschlagen worden, am 30. Juni des Jahres 1934. Resl sieht ihn kurze Zeit später in einer Vision im Himmel. Unter der Schar der Heiligen sieht sie ihn. Und wahrscheinlich wird die Kirche bald das auch durch die Seligsprechung bestätigen. Meine Lieben, nützen auch wir unsere guten Talente. Wir haben Gottlob heute keine Kirchenverfolgung. Gerlich macht uns doch Mut, die Feigheit zu überwinden. Und zwar in ganz kleinen Dingen, meine Lieben. Ich möchte nur etwas ganz Kleines erwähnen, ein paar gute Beispiele. Wir haben zum Beispiel seit Monaten erwachsene Ministranten für den Fatima-Tag gesucht. Gestern hat sich doch tatsächlich ein Mann überwunden und gesagt, jawohl, ich mache bei euch jetzt am 13. immer Ministrant. Und dann bald drauf kam eine Frau zu mir und sagte, ich möchte im Festverbild mithelfen. Wenn Sie mich brauchen, ich bin dazu bereit. Schauen Sie, ganz im Alltäglichen für Jesus und seine Kirche sich einsetzen. Sich überwinden, zum Beispiel in den Rosenkranz zu gehen. In einem Dorf schauen dann vielleicht alle und sagen, hoi, wo kommt jetzt der mal her? Macht doch nichts, die sollen ruhig schauen. Im Grunde freuen sie sich ja, wenn einer zum Rosenkranz oder zur Heiligen Messe kommt, wo man sonst nie sieht. Kleine Überwindungen. Oder wenn wir keine Lust haben zu loben, loben wir doch mal jemanden. Sagen wir, gut hast du es gemacht. Das Essen heute war hervorragend. Warum eigentlich nicht? Kleine Überwindungen. Der liebe Gott hat uns eine Zunge gegeben und ein Herz. Das sind unsere Talente. Also fürs Gute einsetzen, meine Lieben. Unbeirrbar. Um uns herum, die sollen machen, was sie wollen. Wir setzen unsere Talente ein, damit auch wir zu denen gehören, die mit Gerlich und den ungezählten anderen im himmlischen Reich unendlich glücklich sind. Amen.